hatten, wo wir drin waren, wo oben an der Decke diese Stelle war, die man sprengen konnte? Nee. Okay. Da bin ich jetzt gerade und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es sinnvoll ist, das halt zu sprengen, aber eigentlich macht es keinen Sinn, weil da kommt nur Licht rein. Ich baue das zu, ne? Ja. Okay, also nochmal von vorne. Wir haben die einfach Spawn Location genommen. Kein Problem, Pimmelberger. Was? 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 Was, was? Du sagst einfach so random, yo, kein Problem, Pimmelberger. Ja, so heißt der Nutzer. Ja, okay. Trimax hat einen VIP, der guckt den seit 10 Jahren. Der heißt irgendwie Ewald die Tempelschlampe. Oh, nicht schlecht. Irgendwie so. Der kennt ihn nicht. Der liest den Namen auch immer ganz laut vor, wenn er den sieht. Ewald die Tempelschlampe. Ich glaube, es war sogar nicht mal Tempelschlampe, sondern Tempelhure. Irgendwie so. Und ich frage mich, warum Twitch solche Namen zulässt. Ich glaube auch, dass es Hure war. Bleibt einer meiner nicht vertrauenswürdigen Zuschauer. Okay. Ja, auf jeden Fall hat er einen VIP, der hat so einen ganz sehr, sehr eigenartigen Namen. Okay, die musste ich ja auch noch machen. Kartoffelloch, ich bin gar nicht bei Ark aktuell drinne. Ey, hast du eigentlich von dem Ark-DLC mitbekommen, was sie für Survival Ascended rausgebracht haben? Nee. Die haben für Ark einen Power Ranger DLC rausgebracht. Okay. Was halten wir davon? Also die Community war stinksauer. Game hat eine ultra schlechte Performance, immer noch Bugs bis zum geht nicht mehr. Und die bringen ein Power Ranger DLC raus, was man kaufen muss. Also,
erstmal die Dreistigkeit, dass man das kaufen muss und dann einen Power Ranger DLC. Das ist einfach so random. Ich muss aber sagen, ich fände es geil, wenn es für Satisfactory so einen Barbie-DLC gäbe. Das fehlt meiner Meinung nach dem Game. Ich glaube, dem Game fehlen einfach mal Frames. Satisfactory? Nein. Wie kommst du jetzt auf Satisfactory? Ja, weil ich gerade gesagt habe, dass Satisfactory einen Barbie-DLC fehlt. Ach so. Und du hast dann gesagt, ich glaube, dem Game fehlen ja, aber Frames. Das Ding ist halt, bei Satisfactory, glaube ich, machen die Leute das halt einfach mit, weil man sich denkt, ja, okay, geil, ist halt irgendwie witzig. Es ist halt einfach Satisfactory, verstehst du? Solange das DLC dann irgendwie auch witzig ist, ist ja in Ordnung. Den Machern des Goat Simulators ist alles zuzutrauen, so sehe ich das nämlich auch. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass wenn die einen Barbie-DLC machen würden, dann wäre es halt einfach geil. Das wäre halt einfach witzig. Wenn das Game aber auch wenigstens funktioniert und geil. Ja, genau. Das ist... Wieso ist Lion in Satisfactory? Wie kommst du denn auf Lion? Mach so. Und die Strommasten, seid ihr eigentlich gute Freunde? Wir lieben uns. Kevin war Trauzeuge. Thank you.
Amogus, moin! Alles gut? Sander, wir haben schon wieder 16:30, ne? Will gar nichts hören, Kevin. Die Hälfte unseres Streams ist schon wieder um. Kann gar nicht wahr sein, ey. Ist komplett geisteskrank. Das ist so krank, das ist gestört. Der hier 60, hier nimmt er 40 weg und der Rest geht weiter. Und damit bauen wir dann die Stadt Horn. Eisenstangen. Haben wir eine einzelne Eisenstangenproduktion? Immer noch nicht. Oh Mann. Aber du kannst einfach, Kevin, du kannst einfach oben hingehen. Und gucken, wo die Eisenstangen produziert werden und verbaut werden. Und dann nimmst du einfach raus, weil wir haben einen Überschuss. Rein theoretisch können wir da auch einfach einen Splitter reinbauen und du kannst ein Ding abbauen, abzapfen. Das spielt keine Rolle, weil wir mehr Eisenstangen produzieren, als wir brauchen. Ich wollte ja die Eisenstangenproduktion schon lange verdoppeln. Und dann hätten wir ja, weißt du, das ist ja das, wo du nur noch die rechte Seite anschließen musst. Ja, weil wir brauchen das alles für die ganzen Architektur-Dinger und so, ey. Das ist richtig viel. Ich habe schon jetzt das vom Kraftwerk die komplette Plattform fertig. Ich baue jetzt gleich die die Kohlekraftwerke dahin. Und da müssen nur noch die Anschlüsse gemacht werden. Dann haben wir ein zweites Kraftwerk. Komplettes. Okay. So, oben, ich bin oben. Stangen, Stangen, Stangen. Hier gehen dauerhaft Stangen. Okay, ich habe mir jetzt einfach mal da ganz viele Stangen rausgenommen.
Ach Mann. Was denn? Ich wollte von der einen Line zur anderen springen, bin zu tief gefallen und gestorben. Später gibt es ja, glaube ich, noch ein Jetpack, ne, was man nutzen kann. Yes. Dann ist das auch kein Problem mehr, wenn du irgendwo runterfällst. Kannst du einfach kurz vorher, glaube ich, Jetpack immer aktivieren. Ja, und es gibt Fallschirme. Ja, aber die brauchen sich ja auf, ne? Ich glaube schon, ja. Und ich glaube, das Jetpack war so, konnte man so eine Ladestation bauen. Wenn man in der Nähe war, hat sich das immer aufgeladen. Ich glaube, auch mit dem Jetpack konnte man so ein bisschen bauen wie im Creative Mode. Ja, kann sein. Man braucht immer nur noch einen Fallschirm für immer. Dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir uns den machen. Das Problem. Übel Kacke, dass das nicht geht, ne? Muss ich jetzt wirklich ein Zwischending setzen? Warum geht das jetzt nicht? Aber es rausgeht. Verstehe. Das heißt, ich müsste hier den Eingang setzen. Dann geht das. So. So. Ja. Es kommt so. Mal neu. So. Ah, okay, jetzt geht's. So ist das nämlich. So, 120 produziere ich. Produziere 60. So. Hier mal Wire. Warte mal. Doch, ist richtig.
Die 120, dann geht 20 Draht gehen hier rein. Maxi, moin. Und 100 Draht gehen hier rein von den 120. So, und die 100 Draht, die überbleiben, die produziere ich jetzt. Werden dann. Das ist doch geil, Leute. Ein Kohlegenerator nach dem anderen Kütt jetzt. Also, ich ziehe das hier in Rekordgeschwindigkeit hoch. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, Chat. Okay, wir müssen wieder was Stuff holen. So, nice, Kevin. Ja. Wir sind gleich soweit. Die Dings ist fertig, automatisiert. Ich muss jetzt nur noch anschließen. Dann haben wir Statoren. Und beziehungsweise Statoren produziere ich nicht im Übermaß. Ich könnte auch im Übermaß produzieren, den kann ich jetzt nicht mehr. 2,5, let me have a look. Hier kommen jetzt 2,5, dann brauche ich mehr Stahlrohre und mehr Draht. Das habe ich jetzt nicht produziert. Ist egal. Statoren produziere ich nochmal extra, weil die sind eigentlich relativ simpel zu produzieren. Wir produzieren jetzt die automatisierten Kabel. Okay. Das letzte Teil, was wir brauchen. You know? Ja. Aua. Kabel.
Läuft. Splittet er nicht? Warum fährt er nur die erste Maschine voll? Florian Ritter, Dankeschön für den YouTube-Sub. Liebe geht raus. Und Dankeschön auch an die ganzen Follows, die auf Twitch reinkamen hier, ne? Danke, Leute. So, ich werde jetzt meine Balkontür aufmachen. Ich lasse jetzt ein bisschen frische Luft rein. Erkälte dich nicht. Bitte? Erkälte dich nicht. Nee, so ein 15 Grad, das geht. Warum ging es jetzt gerade und jetzt nicht? Ich weiß warum. Weil ich ihn gerade nicht aufs Band gesetzt habe. Nee, ich habe ihn nicht aufs Band gesetzt. Wenn er aufs Band connectet, ist er blau. Wenn man ihn so connectet, ist er gelb. Seht ihr? So passt er zwar, sieht so aus, als würde er passen, ist aber gelb. Auf dem Band ist er blau. Jetzt geht's. Jetzt werden gleich die ersten Statoren gebaut. Da ist er. Der erste Stator. Guckt ihn euch an. Was für eine Qualität, was für ein Qualitätsprodukt. So, unsere erste automatische Verkabelung wird gebaut. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Din, 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 din. So. Und bumm. Noch schnell auf Toilette gegangen. Da ist sie. Unsere erste automatische Verkabelung. Bumm. So. Wir produzieren jetzt 2,5 die Minute. Oh. Ich kann nicht mehr rechnen, Chat. 40. Wir brauchen 40 Minuten, um die 100 Verkabelung fertig zu bekommen. Wow. Es sind Bäume, wenn man die wegmacht, für immer weg? Nein, die wachsen nach. Außer du baust da Platten drüber, dann wachsen da keine mehr nach. Dann wird alles platt gemacht.
Hey, hier wird alles platt gemacht. Selbst die Tiere werden platt gemacht. Ich hab gehört, wenn man Tiere mit einem Auto überfährt, bekommt man ein Achievement. Ich mach euch alle platt. Aber ich glaube, die diskutieren noch darüber, wie sie mit dir verfahren sollen. Mhm. Oh, sorry. Vielleicht bin ich gemütet. Ich verstehe nicht. Warum connectet der nicht?
komm mittig rauf, ne? Kann nicht schaden, mit einem erfrischenden Schluck Fixit Mineralwasser zu gönnen. Nice, das Spiel erinnert mich einfach daran, dass ich trinken muss. Wie, was? Das Spiel hat mir gerade gesagt, es kann nicht schaden, sich einen Schluck Mineralwasser zu gönnen. Mahlzeit oder Bauzeit, hallo Zander, moin Micha. So. Moin Micha. Boah, ich komme mir vor, als wenn ich so ein richtig krasser Dude bin auf dem Bau. Warum? Weil ich hier so mit Beton am Arbeiten bin. Bin hier so mit Beton am Arbeiten. Dazu mach.
Beton. Das ist das Ziel, be efficient. Ja, genau. Also es trifft eigentlich. Kennst du Satisfactory gar nicht? Also noch nie irgendwie Berührungspunkte mit gehabt, Whopper? Große Betonsäule. Wopper nicht dafür. Jetzt gerade designe ich ein bisschen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Sehr fleißig hier hinten am Ausbauen. Die Platten, die Base oder was? Das Kraftwerk. Ach, du bist immer noch am Kraftwerk? Ja. Krass. Ich mach das jetzt gerade hier, dass das richtig, richtig schön, geil und ordentlich ist. Oh. Muss sein. Und hier sind auch noch Quellen. Die tue ich schon so vorbereiten, dass man die jederzeit nutzen kann.
So. Haben wir einen riesen Ausbau gemacht, nur für die Strommasten, weil ich die jetzt schöner bauen will. Ist doch eigentlich okay, oder? Der geht ja eigentlich hier, ist ja nur so ein bisschen zum Gucken. Stück haben wir schon fertig. Okay. Von den Kabeldingern. Genau, von den automatischen Verkabelungen, ja. Nehmen die schon mal mit. Die anderen müssten gleich fertig sein. Andere produzieren wir ja hier, ne? Da. 100, 200, 300, 400, 500, 530 Stück von den Trägern haben wir. Okay. Das ballert. Jetzt werde ich erstmal die Strommasten anders noch machen. Ja, Noram, aber man muss auch sagen, dafür, dass ich das jetzt umgebaut habe, sieht es halt auch nochmal viel, viel geiler aus, ne? Guckt euch mal an, das wird jetzt hier so ein richtiges Industriegebiet mittlerweile. Ja, guck mal. Das sieht doch schon richtig geil so aus. Moin, Chadeli. Und, was wir auch brauchen, ist Schwefel. Schwefel und Glas. Quarz. Euch geht es auch nicht gut, oder? Was ihr da betreibt, ist auch nur Suchtverlagerung, indem ihr die Deadlock-Sucht zur Satisfactory-Sucht verschiebt. Ich möchte es nicht verneinen.
bestimmt mal so ein Ei drin. Wie gerne würde ich doch Fenster bauen. Wie gerne würde ich das tun. Jetzt klappt. Ist genau passt. Was für ein Traum. Was für ein Traum. Ah, okay, die kann ich ja jetzt schon wieder bauen. Da brauche ich ja nichts mehr mitnehmen, okay. Müssen eigentlich die Laternen auch mit Strom verbunden werden? Oder funktionieren die einfach so? Nee, die müssen mit Strom verbunden werden. Die müssen mit Strom verbunden werden. Brauchen die Rotoren? Nee, Turbodraht. Der wird ja schon in Übermengen produziert, ne? Ja. Wo haben wir die denn? Die habe ich auf der Karte markiert. Aber ich gehe ganz stark. Nee, nein, das ist die Stahlproduktion. Kruppstahl 1. Wo hast du den denn markiert? Unten links. Kateriumproduktion. Also da, wo du bist, ist das. Da, wo ich bin, ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das schon komplett voll sein wird. Auf! Und davon. Ach, Mann. Was ist denn, Kevin? Es sind schon 7,5 Stunden wieder rum. Hör mir auf, ey.
Oh, Fips, das sind Speckpilze, keine Sterne. Die kann man überall an allen möglichen Stellen eigentlich finden. Dankeschön für die Follows, Leute. Ah, okay, Zahner, alles klar. Du machst hier einfach 1 Million Turbodraht-Produktion. Zu viel? Sieht nur so ein bisschen aus, als wenn du Angst gehabt hättest, dass das zu wenig sein könnte. Könnte vielleicht wahr sein. So, jetzt habe ich genug Turbodraht. Ich muss kurz AFK. Jo. Beep, 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 beep. Weiter geht's. So sind wir schnell beim Kohlekraftwerk. So, jetzt kommt die Straßenbeleuchtung. Ist nicht schön, ne? So. Okay, das macht ja auch gar keinen Sinn.
Gott. Das ist natürlich dumm gelaufen. Hätte ich ein bisschen auf den Pfeil achten müssen. Okay, die kann man alle... Leiten die den Strom? Nee, ne? Ja, aber die Frage ist, leiten die Strom, na? Scheinbar ja. Gibt's jemanden, der das genau weiß? Leiten Straßenlaternen Strom? So. Wieder da? Jo, WB. Ja, schau, moin. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder?
Das, ja, das kann gut sein, dass du mit einem anderen Treibstoff einfach mehr produzierst, ne? Durchaus möglich. Ja, yeah, genau, dass die halt also effizienter sind zum Beispiel. East David, Dankeschön für den Sub. Liebe geht raus, vielen, vielen Dank. Ja, aber es kann ja sein, dass das. So. Mit. Kevin, was machst du gerade? Ich? Ja. Ich bin mein Kohlekraftwerk am Finalisieren hier. Noch mehr Kohle, sagst du? Ja, das zweite, das ist noch in Arbeit, aber ich bin jetzt gerade noch am ersten dran. Ich mach das jetzt noch mit den neuen Sachen, die wir bekommen haben und so geiler. Ich hab jetzt hier Straßenlampen aufgestellt. Ich habe jetzt die, hier, wie heißt es, an den Wänden diese Stromdinger gemacht, damit ich die Kabel cleaner verlege. Damit das halt alles noch smarter und schöner aussieht. Okay, nice. Das ist jetzt richtig, richtig gut so. Also, diese Wanddinger sind echt geil. Die mit den Kabeln? Ja. Ich lieb die auch voll. Was ich halt richtig geil finde, ist halt, dass du halt auch einfach einen setzen kannst, der dann auf der anderen Seite weitergeht. Dass du diesen doppelten, weißt du? Ja. Ich finde den so gut gemacht. Also, du meinst, der geht dann durch die Wand quasi. Genau, richtig. Genau.
gefährlich, in so einer Produktion mit diesem Massenabriss-Tool zu arbeiten. Lass mal sein. Ne, Kasparks, ich bin ja auch noch gerade hier am Zocken, ne? Deswegen habe ich bisher heute noch nicht so viel Zeit. Haben sie denn jetzt wenigstens das Release-Datum announced? Also, wann das Game in Early Access startet? Ja, es gab das 1.0 Update. Satisfactory ist jetzt in der Vollversion. Tatsächlich. Glaube oder steht das da im Trailer so? Eisenstangen, man kennt es, man kennt es, man kennt es. Offizieller Release am 6. November laut Trailer. Kann das irgendwer hier bestätigen? Eine vertrauenswürdige Quelle. So gespannt, wenn wir den Weltraumlift gleich fertig machen, wie sich, ob sich der oben weiter aufbaut. Mhm.
So. Das knalle ich jetzt nochmal rein hier. So, das zweite haben wir fertig. Müssen wir nur noch. Also, wir haben jetzt irgendwie 700 oder 800 Stück von diesen Stahlträgern da. Diesen Trägern oder was das auch immer ist. Oh. Für Pre-Order geht's am 6. November mit Planet Coaster 2 los. Am 6. November? Ja, 6. November ist Pre-Order-Start. Oh, krass. Hä, hey, warum leuchten die Lampen, wenn ich die gar keinen Strom haben? Hey? Oder sind das die Lampen draußen? Boah, das ist... Nee, das sind hier drinnen krass. Das ist so viel Content dieses Jahr. Wie will man das alles spielen? Ich kaufe neue Lampen, Kevin, gerade. Was für Lampen? Deckenbeleuchtung. Okay. Deckenlicht. Haben wir die schon? Jetzt, ja. Alright. Straßenlampen kommen hier drinnen wieder weg. Das ist nice. Jetzt brauchen wir nur noch, ich weiß gar nicht, kennst du das eigentlich? Es gibt für die Lampen, gibt es so ein Control-Panel, ne? Kennst du das? Ja, haben mir die Leute schon vorhin gesagt, aber ich werde die jetzt in der Dings hier, in der Halle, ganz normal machen. Man muss ja erstmal irgendwas machen, ey, sonst wirst du ja nie fertig. Das Spiel mit der GTX 1080 Ti in 1440p Ultra und RTX mit ein bisschen extra spielen. Ja, das Spiel ist mega geil performiert worden. Muss man halt einfach auch mal appreciaten, dass das so ist. Das ist leider heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich. Kupferdraht! Ich brauche Kupferdraht. So viel es geht. Optimiert worden, meine ich ja. Alter. Was denn? Das sieht richtig nice aus. Was? Ja, mit den Deckenlichtern, die Halle und so. Ja, ja, die Lampen. Ey, ich bin gespannt, was du nachher sagst, wenn du hier reingehst. Ja, ich auch. Ich hab das so schön alles optimiert. Ich kann von Decke zu Decke das Kabel machen. Das ist natürlich dann noch besser, ne? Dann sind die noch mal ein bisschen mehr versteckt. Licht, Licht, Licht. Ich mach mir Licht. Ach, warte mal, eine Sache habe ich ganz vergessen. Ich habe eine Forschung gemacht von der Festplatte. Mal gucken, was da drin ist. Alternativ genietete Eisenplatten und alternativ Kupferlegierungsbarren. Wir können jetzt ohne Schrauben könnten wir Eisenplatten machen. Verstärkte? Ich hab keine Ahnung, ob das gut ist. Ja. Also mit 10 Eisenplatten und 20 Kupferdraht könnten wir genietete Eisenplatten machen. 5,6
pro Minute. Keine Ahnung, ob das gut ist. Chat, ist das, hat das, ist das geil? Hat das eine epische Wirkung hier? Ja, man spart den Zwischenschritt Schrauben, das ist richtig, aber du musst ja Kupferdraht machen. Oh, Zander, es gibt eine Sache, wenn du die holen würdest, dann wäre ich richtig, richtig glücklich. Was denn? Diese Dreiecke für die Wände. Die Dreiecke für die Wände? Ja, wenn man so ein schräges Dach gebaut hat, weißt du, wie ich meine? Wände? Dann welche denn? Invertierte oder Rampenwand? Rampenwand. Ah, dafür brauche ich 4. Ich hab nur 2 gerade. Modulare Rahmen, wenn du die reinknallst, die ballern. Hab ich vorhin getestet. Die knallen richtig, richtig hart rein. Die baue ich aber, wo baue ich die denn? Haben wir nicht da noch eine eigene Produktion für? Ja, aber wo? Die war hinter unserer Base. Wir können, ey, ich kann noch mal intelligente Beschichtungen da reinknallen. Ah, die geben aber nicht so viel. Sicher? Ja. Die modularen Rahmen knallen mehr. Egal, ich mach die jetzt trotzdem schon mal rein, weil wir haben so viele davon. Ich mach erstmal, keine Ahnung, 400 Stück davon rein. Ich hol modulare Rahmen. Und du hol, ja, ich hol die ja gleich, aber dann läuft schon mal was, bevor ich die ganze Zeit. Ich bin schon an dem Ding, wo die produziert werden. Ja, nice. Naja, geht schon. Also, geht schon. Die machen 1200er Schritte. Die intelligenten Beschichtungen sind auch gar nicht so bad. Ersten Coupon haben wir schon. In 45 Sekunden haben wir den nächsten. Dann kann ich die kaufen, die Dinger. Okay, wir haben hier hinten 2 Container voll. Modulare Rahmen. Ja, Ruhe raus. Ich lade übrigens die ganze Zeit Stuff in unsere Cloud rein, ne? Mhm. Du hättest sogar 48 modulare Rahmen hätte ich sogar aus der Cloud holen können, aber das macht keinen Sinn. Dafür sind die zu. So, ich kann jetzt die Dinger kaufen, die du wolltest. Rampenwandpaket. Habe ich gekauft. Können wir das Dach zumachen, ne? Schon worth it. Ich mach mal einen Förderband MK3 aus dem Dings. Aus dem Dings? Achso, damit das schneller da rein. Ja, guck mal, wie die Punkte jetzt gehen. Ja, 1800er Schritte. Ist nice. Ja, wir machen 49.000 Punkte aktuell die Minute. Sieht man ja sogar links. Mhm. So, nice. Sehr geil. Jetzt machen wir sogar 93.000 Punkte die Minute. Gerade.
Ja, das sind die Rahmen. Ich habe ja gesagt, die knallen richtig rein. Da staunst du, Zander, ne? Ganz nice. Beep, 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 beep. Ich habe jetzt nochmal die invertierten Rampenwände gekauft. Ja. Das war aber sogar 110.000 Punkte die Minute. Aber die 110.000 Punkte machen wir jetzt gerade mit den intelligenten Beschichtungen tatsächlich. Nervt ist, dass wir halt keine Rotoren gerade haben, die zwischengespeichert werden. Nicht Rotoren, sondern Stratoren. Der Strator, der wird momentan zu 100% weiterverarbeitet. Um Stratoren zu bauen, müsste ich jetzt eigentlich... Ich habe 78 Stratoren auf der Tasche. Nee, das ist egal. Ich möchte die einfach nur produzieren, damit wir sie haben, wenn wir sie brauchen, weißt du? Okay. Weil wir haben aktuell keinen Stratoren-Zwischenspeicher. Mhm. Aber ich könnte rein theoretisch an der Stelle, wo ich jetzt gerade die Stratoren baue, noch eine zweite Stratoren-Produktion bauen. Boah, das ist also so viel Aufwand, ey. Ich wollte jetzt gerade erstmal die Stahlproduktion schön machen, damit das nicht so komplett katastrophal da aussieht, ey. Ja. Boah, Alter, wir machen mit den intelligenten Beschichtungen sogar jetzt gerade 132.000 Punkte die Minute. What the fuck? Jetzt kriegen wir nochmal gut Coupons rein. Also das bessere Fließband hat sich gelohnt. Ja. Aber jetzt kommt nur noch Schrott. Jetzt fließt nur noch Schrott rein. So. Ich habe aber nochmal 5 Tickets. Jetzt könnte ich das letzte Bauelement holen. Das sind die geneigten Wände. Soll ich das machen? Dann haben wir alles, was man zum Bauen nutzen kann, haben wir dann. Dann mach es. Dann machen wir als nächstes die ganzen Fundamente. Boah, das sind auch voll viele, ne? Ja. Habe ich gekauft. Also Wände sind wir durch. Gratulation, du lebst in einer Gesellschaft. Ich dreh durch. Hätte auch die Flutlichter kaufen können. Da gibt es sogar noch einen Flutlichtmast mit drin. Okay. Für 5. Oh. Ich brauche nochmal 5 Tickets. Wir haben den Server bei G-Portal gemietet. Ich glaube, Kevin ist da sogar Partner. Müsst ihr mal gucken. Unterm Stream findet er bestimmt ein Panel oder so.
Ich bin kein, also ich habe die Partnerschaft mit Chipotle nicht mehr. Weil ich einfach zu wenig Server übrigens genutzt habe und ich die Kooperation nicht so gefühlt habe dadurch. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich habe da mit den Clinch gehabt. Ich kenne die auch schon ewig. Ist ein guter Laden. Return Hunter, dankeschön für den Support. Liebe geht raus. Irgendwie finde ich, sieht das nicht so geil aus, Chat. Also die Lampe mache ich auf jeden Fall erstmal weg. Läuft das gut? Wir hatten lange gemietet und die Performance war so schlecht. Nö, wir haben überhaupt gar keine Probleme hier mit dem Server. Kevin, du hast doch einen ganz normalen Server bei G-Port. Ja, ne? Ja, ganz normal. Also bei uns ist es mega geil, also es fühlt sich richtig gut an. Wir haben überhaupt gar keine Probleme. Also wir hatten jetzt heute einmal, dass der Server weg war, aber ich kann jetzt auch nicht identifizieren, ob das ein Problem war oder sonst was. Er war ja sofort wieder danach da. Ja, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, ne, bin ja. Ich ins Wasser gesprungen, währenddessen ich C4 gezündet habe und der Stein explodiert ist und dann ist irgendwas passiert. Kann okay. Sein, dass da irgendwas Bruch war in dem Moment kurz. Ja. Aber wie gesagt... Ja gut, geht ja einfach nur ums Prinzip, da kann ja der Server dann je nachdem gar nicht mal was dafür. No. Ich bin zurückgegangen, um mir die Eisenstangen zu holen und habe vergessen, Eisenstangen mitzunehmen. Weil ich so ein Dummkopf bin. So, was haben wir denn hier? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700... Schmeiß die schon mal rein. Obwohl, ich nehme nochmal die Dinger mit hier, die guten. Die guten. Kevin! Was denn? Kevin! Ich habe gerade einfach die automatischen Verkabelungen, die über sind, habe ich gerade mal geholt und habe die reingeworfen. Einer hat einfach, ich glaube, 5000 Punkte oder so gemacht gerade. Okay. Es ging gerade übel ab. Aber es waren anscheinend zu wenig. Feels bad, man. Naja. So, guck mal, 780 haben wir schon drin. Bald ist es soweit, Kevin. Bald ist es soweit. Oh nee, was hatte der Beton für eine Farbe standardmäßig? Was meinst du? Die Farbe, ich habe die aus Versehen geändert. Ist das weiß?
Ja. So. Jetzt ist sie fertig. Die Kohlehalle Nummer 1. Die erste Halle? Ja, die habe ich jetzt soweit komplett fertig. Okay. Was ist das denn, der Kassi? Ist nicht mal eben so, ne? Lecker Abendessen. Lass dir schmecken, mein Lieber. Danke. Ich sag ehrlich, ich fühle mich richtig wohl in der Diät. Ist doch toll. So soll's ja sein. Zum Abendessen Lachsfilet. Beste. Lachs ist so geil. Schön mit so einer Lauch-Sahne-Soße oder sowas. Boah. Nee. Kann ich nicht. Nee, ich meine im Allgemeinen. Einfach so geil. Aber Lachs ist auch so geil. Und dann, wenn in einer richtig geilen Weißweinsoße. Oh. Oder so. Waren das 4 oder 5 Coupons, die ich gebraucht hatte, Chat? Wisst ihr das noch? 4 oder 5? Ich kann mal kurz gucken, ob er so einen Moment Zeit. 5 für die Flutlichter. Die Beleuchtungssteuerung würde ich eigentlich auch gerne haben, ey. So eine Scheiße. Moin Anzi und Minigun, hi. Ich hab noch gar nicht Hallo gesagt. Die letzten Punkte. Ich dreh durch, komm schon. Yes. Ich kann jetzt noch die letzte Beleuchtung holen, Kevin. Geil. Die Flutlichter. Hab ich. So, jetzt bin ich gespannt. Wie sehen die aus? Die sehen ja auch wild aus. Holy shit. Boah. Ich.
Oh, es gibt auch so ein Flutlichtmast. Wandflutlicht. Also indirekte Beleuchtung kannst du auf jeden Fall vergessen. Das ist richtig sad. Die Lampen sind viel zu groß. Gibt's auch kleinere Lampen, Chat? Weiß das jemand? Die sind ja gigantisch. Anzi, willst du mal mein Kohlekraftwerk von innen sehen? Gerne. Ja. Das ist ganz schön laut hier drinne. So, aufgemampft. Sehr schön. Ohne Mampf kein Kampf. So sieht das aus. Das neue Ziel im Marathon, Spaß haben. Also wir haben kein Ziel, like, wir müssen das jetzt fertig bekommen in der Woche. Aber wir haben einfach gesagt, wir hustlen einfach volle Pulle Satisfactory rein und haben einfach Spaß. Das ist unser Ziel. Spaß haben.
So. Wände, Wände, Wände. Ich zieh ein paar Wände. Die überarbeiteten Heiltierstufen hauen auch voll rein, da wird euch die Kinnlade runterfallen. Ja, ich habe schon gehört, das soll wohl ziemlich immens sein. Schabernack! Da bin ich sehr gespannt. Schabernack? Schabernack. Du alter Zerstörer! Und was kenne ich da irgendwo her? Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft. Der Gerät schneidet die Dönerfleisch ohne zu schwitzen. Wenn das weiter so geht, dann haben wir gleich nochmal ganz viel Power.